Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich zunächst für die einleitenden Worte von der Frau Kollegin Stürmer und Herrn Kollegen Kuhn bedanken. Ich versuche die Worte auch als Verpflichtung für meine weiteren Tätigkeiten zu nehmen. Ich möchte mich bedanken bei der IPU insgesamt für die Organisation dieses Abends und Einladung, insbesondere auch beim vom SADI-Sender, das hier angesiedelt ist, und nicht zuletzt natürlich auch bei der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft. Ich freue mich besonders auch, dass Sie, lieber Herr Kollege Funk, den Weg nicht gescheut haben und auch mit teilnehmen heute Abend. Ja, Erich Fromm ist mir schon sehr früh begegnet, letztendlich in der Schulzeit. Ja, es war gerade so noch die Phase, als Haben oder Sein erschienen und bereits breit diskutiert wurde, ja auch in politischen Bewegungen diskutiert wurde, die sich ankündigende große ökologische Friedensbewegung, die grüne Bewegung. Und Erich Fromm ist mir immer wieder im Studium begegnet, dann und schließlich auch in der Zeit, als ich so zwischen Berg und Tal als Privatdozent damals in Konstanz war, noch so ein Zwischenstation war, stärker den Kontakt zur Erich Fromm-Gesellschaft gesucht habe und dann freundlicherweise von Ihnen, Herrn Funk, mit einer Fülle von Informationen Material versorgt worden. Da habe ich gedacht, das ist doch eine sehr gute Grundlage für ethische Diskussionen, aber auch ethische Forschung in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und bin sehr froh, dass es nun in dieser Zusammenarbeit mündet, die wir auch fortsetzen werden. Ja, der Mainstream meines eigenen Faches, der Arbeits- und Organisationspsychologie, aber ich denke, dass auch die benachbarte Wirtschaftspsychologie davon betroffen ist, durchzieht ein bedenklicher Widerspruch. Die psychologischen Forschungen zur Arbeit, Organisation und Wirtschaft haben durchaus viele praxisrelevante Erkenntnisse erbracht, wie Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätze, Führung, ja auch Organisationsmerkmale zusammenhängen mit beispielsweise der Persönlichkeitsförderung von Arbeitenden, aber auch mit deren Einstellungen zu Wirtschaft und Gesellschaft, Arbeitsmotivation, Zufriedenheit natürlich, aber auch der psychosozialen Gesundheit und der organisationalen Bindung der Beschäftigten. Auf der anderen Seite scheint mir aber die vorherrschende, sowohl Wissenschaft tangierende als auch praktische Perspektive der Arbeits- und Organisationspsychologie primär in der Instrumentalisierung und Manipulation von sogenannten humanen Ressourcen zum Zwecke letztendlich der Produktivitätssteigerung und auch der Profitoptimierung zu liegen. Persönlichkeitsförderung durch Arbeit bildet in den letzten ein, zwei Jahrzehnten, ein bisschen auch im Gegensatz zu der Zeit, als ich hier an der Technischen Universität Berlin am Institut für Humanwissenschaft in Arbeit und Ausbildung, geleitet von Professor Walter Vollert, studieren durfte, bildet heute eher ein disponierbares und oft auch verzichtbares Mittel für solche ganz anderen wirtschaftliche Zwecke, wie fachhistorische Analysen damals, aber auch neuere Untersuchungen heute, die neueste vielleicht, von Matthias Pahl und Edna Doci belegen. Es ist allerdings ein großer Hoffnungsschimmer, auch muss ich sagen, dass wir jetzt auf der kommenden europäischen Tagung für Arbeits- und Organisationspsychologie, die im Mai in Turin stattfinden wird, eine große Initiative für eine Rückbesinnung der Arbeits- und Organisationspsychologie in Forschung und Praxis auf humanistisch-ethische Grundlagen, ja, und auch alternative Forschungsmethoden haben werden, ausgelöst durch den Grundsatzartikel von Wahl und Doci im European Journal of Work and Organizational Psychology. Also wenn Sie Zeit haben, in Turin können wir vieles, kleiner falscher Versprecher muss natürlich sein mit Tirol, für Tirol gilt es im bescheidenen Rahmen auch natürlich, in Turin können wir vieles von dem fortsetzen, was heute Abend vielleicht andiskutiert wird. Eine Förderung des Persönlichkeitswachstums der Arbeitenden als Zweck um ihrer selbst willen, weithin eine Stärkung
des sozialen und kulturellen Gemeinwohls sowie des demokratischen Systems auch durch Sozialisation von bürgerschaftlichen und moralischen Handlungsbereitschaften im Rahmen der Erwerbsarbeit führt bis heute noch ein Schattendasein gegenüber der instrumentellen Vernunft in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Nun, Konzepte der analytischen Sozialpsychologie in der Tradition Erich Fromms können meiner Überzeugung nach viel dazu beitragen, die noch zu sehr ökonomistisch ausgerichtete instrumentelle Verengung der Arbeits- und Organisationspsychologie zu überwinden. Das Werk Erich Fromms und seiner Schüler und Schülerinnen bietet wertvolle wissenschaftliche Ressourcen dafür. Das kam ja gerade im einleitenden Beitrag vom Kollegen Kühn auch schon zum Ausdruck. Ich denke, das Werk von Fromm bildet wertvolle wissenschaftliche Ressourcen für eine stärkere ethische Fundierung der Arbeits- und Organisationspsychologie, aber auch für eine bessere wissenschaftliche Fundierung bestimmter arbeits- und organisationspsychologischer Theorien und ihrer Konzepte, die oft eher Theoriechen und Konzeptlein sind. Weiterhin sehe ich das Fromm'sche Werk als Ressource für eine Verbindung von sozioökonomischen und psychologischen Faktoren bei der Erklärung psychischer Phänomene im Kontext von Arbeit, Organisation und Wirtschaft. Und schließlich denke ich, dass die analytische Sozialpsychologie auch eine Fülle von Hinweisen für psychologisch fundierte Makrointerventionen bildet, um am Aufbau einer lebensdienlicheren Ökonomie mitwirken zu können. Ja, das sind alles brennende Aufgabe, glaube ich, einer Arbeits- und Organisations- und Wirtschaftspsychologie, wenn sie auch eine Psychologie für das Wohl der Gesellschaft sein möchte. Und Gesellschaft ist weitaus größer als Betriebswirtschaft. Dies impliziert natürlich auch irgendwo eine gewisse programmatische Skepsis oder gar Weigerung, die arbeits- und organisationspsychologische Forschung und Praxis einseitig betriebswirtschaftlichen Zwecken, den Machtinteressen des Top-Managements oder den Interessen großer Kapitaleigner unterzuordnen. Das sind übrigens drei Interessensbereiche, die keineswegs identisch miteinander sind, wie ja die Organisationssoziologie seit langem gezeigt hat. Die Eigenständigkeit humanistischer Ziele für die Wirtschaft und Technikentwicklung wurde bekanntlich immer wieder von Fromm akzentuiert. So äußerte er sich nämlich beispielsweise 1968 in Revolution der Hoffnung bezüglich des allgemeinen Ziels einer humanisierten Industriegesellschaft wie folgt. Das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben unserer Gesellschaft muss derart verändert werden, dass das Wachstum und die Lebendigkeit des Menschen es anregt und fördert, statt es zu verkrüppeln. Dass es den Einzelnen aktiviert, statt ihn passiv und rezeptiv zu machen, und dass unsere technischen Möglichkeiten dem Wachstum des Menschen dienen. Ich würde mich wünschen, solche Zitate wieder häufiger in modernen internationalen Lehrbüchern der Arbeits- und Organisationspsychologie zu finden. Nun, zwei wichtige Hintergründe, ich will sie aber kurz fassen, die dann auch schließlich ja Syntheseversuche sozusagen der Fromm'schen analytischen Sozialpsychologie mit zeitgenössischen A&O-psychologischen Theorien und Konzepten deutlich machen soll, wäre zunächst Fromms Überlegungen zur Conditio Humana kurz zu rekapitulieren, nämlich seine Überlegungen zur existenziellen menschlichen Bedürfnissen. Es wird so viel über Motivation und Motivationspsychologie in meinem Fach geredet, jedoch scheinen mir die theoretischen Konzeptionen menschlicher Bedürfnisse oft sehr zugerichtet und verengt zu sein. Ich glaube, dass hier Fromm sicher auch im Verein mit weiteren psychodynamischen Theoretikern und Theoretikerinnen wertvolle Anregungen auch durchaus für eine empirische Überprüfung solcher Motivationstheorien zu leisten kann, vermag. Wie können Menschen auch innerhalb ihrer Arbeitstätigkeit, in ihres Unternehmens oder sonstigen Organisationen, in ihrem psychischen und sozialen Wachstum gefördert
werden. Diese Frage hat er sich ja eigentlich permanent gestellt. Eine wichtige Voraussetzung wären eine aus den Bedingungen der menschlichen Existenz, und da kann man, glaube ich, wirklich sagen, aus den objektiven Bedingungen der menschlichen Existenz abgeleitete Konzeptualisierung von spezifisch menschlichen oder zumindest für das menschliche Wohl wichtigen Bedürfnissen. Fromm hat eine solche Typisierung existenzieller Bedürfnisse wie folgt geleistet und jeweils eine produktive, auch für die Gesellschaft und den Menschen förderliche, und eine nicht produktive Ausprägung solcher Bedürfnisse unterscheiden. Ich möchte es wirklich nur zusammenfassen, muss jetzt nicht ausführlich erläutert werden, werden manche auch kennen. Bei dieser Gelegenheit habe ich noch versäumt, ganz kurz auf das, was ansonsten noch auf Sie zukommt, hier hinzuweisen. Wir befinden uns zunächst beim Punkt 2. Ich habe das falsche Knöpfchen gedrückt, glaube ich. Meine Pointer tut nicht, macht gar nichts. Danach möchte ich Ihnen eigentlich drei große Bereiche, Ausschnitte aus der Arbeits- und Organisationspsychologie vorstellen, nämlich einerseits die engen Bezüge des zur Self-Determination-Theorie von der analytischen Sozialpsychologie aus gibt. Dann ein Gebiet, das nicht so Mainstream ist, das ich aber mit früheren Kollegen selbst erforscht habe, die Beziehung zur psychologischen Tätigkeitstheorie und auch ihres Ausläufers, der hier in Berlin mitbegründeten Handlungsregulationstheorie im Bereich jetzt der Arbeit. Und schließlich der dritte Hauptpunkt wären Fromms Anmerkungen, und das ist hier ja auch über den Titel Demokratie am Arbeitsplatz schon angekündigt, zur humanistischen Planung, Wirtschaftsdemokratie und demokratische Unternehmen, die wir seit über einem Jahrzehnt auch von Innsbruck aus europaweit eigentlich untersuchen. Und noch eine kurze Konklusion. Gut, nun zu den existenziellen Bedürfnissen. Über einen längeren Schaffenszeitraum hinweg, denke ich, sind es mindestens 7 grundlegende. Ich denke durchaus mit entsprechenden Methoden empirisch gut untersuchbare menschliche Grundbedürfnisse, die in sehr unterschiedlicher Weise auch durch Merkmale der Arbeit in der Organisation beeinflusst werden und eben auch ethisch betrachtet und menschlich betrachtet positiv oder im Extremstfall sogar destruktiv zum Tragen kommen können, wie Erich Fromm und seine Schülerinnen und Schüler das ja aufgezeigt haben. Von aller Anfang der Bezogenheit durch Liebe und Bedürfnis immer wieder Einheit zu erleben, über das Bedürfnis Transzendenz zu erleben, das Bedürfnis kreativ in seiner Umwelt tätig sein zu können, über das Bedürfnis der Rootedness, Verwurzelung durch Brüderlichkeit, selbstverständlich würden wir das heute Geschwisterlichkeit nennen, geht es weiter über das Bedürfnis, Identität entwickeln, aufbauen zu können, ja, einen Orientierungsrahmen zu haben, Objekte der Hingabe zu finden. Ja, wenn man diese Bedürfnisse 1 bis 5 anschaut, finden wir häufig relativ wenig wieder in etablierten Motivations- und Motiv- vor allem Klassifikationen der Psychologie. Ja, und ich denke, das sollte sich ändern. Was tatsächlich auftritt, ist die Wirkmächtigkeit, der sich Erich Fromm in der Anatomie der menschlichen Destruktivität vor allem auch in ihren negativen Formen zugewendet haben. Aber Sie sind, wie wir ja von Albert Bandura und anderen wissen, ist die Wirkmächtigkeit auch eine sehr positive Ausprägung haben, ist sehr wichtig für unser psychologisches Wohlbefinden. Und schließlich auch eher ungewöhnlich, wenn auch psychologiegeschichtlich mit Vorläufern, Fromms Konstatierung eines Bedürfnisses nach Erregung und Stimulation, ja, und dann auch entsprechend aktiv werden zu können und sich zu entwickeln. Eine volle produktive Ausprägung dieser dargestellten Bedürfnisse würde natürlich, das muss man realistisch sehen, sehr hohe Anforderungen an die Gestaltung vieler Lebensdomänen inklusive der Arbeit im Wirtschaftskontext stellen. Arbeit hat
parallel zu ihrer potenziellen Funktion für die menschliche Selbstverwirklichung, die die humanistischen Arbeits- und Organisationspsychologinnen und Psychologen so betonen, immer auch, ich denke in jeder Gesellschaft, eine instrumentelle Funktion eben für die wirtschaftliche Reproduktion der Gesellschaft. Trotzdem, trotz diesem Spannungsfeld, glaube ich, kann Fromms Klassifikation der produktiv verwirklichten Bedürfnisse als idealtypischer Leitfaden dienen, in welche Richtung Veränderungen in Erwerbsarbeit, in Wirtschaftsorganisationen langfristig und in Etappenweise zu gestalten wären, um Arbeiten ein möglichst umfangreiches Wachstum ihrer, wie Fromm das nennt, Eigenkräfte zu ermöglichen. Ich werde darauf zurückkommen. Schließlich noch eine letzte Grundlage zu nennen. Ja, die zwei Existenzweisen, die Fromm dann insbesondere in seinem Spätwerk auch explizit sozusagen benannt hat und thematisiert hat, haben und sein. Das leitet sich natürlich schon aus dem zuvor gesagten produktiven oder eben nicht produktiv verwirklichten dieser Bedürfnisse mit ab. Er bezieht sich daher bekanntlich stark durchaus auch auf Leitideen von Spinoza und Albert Schweitzer. Charakteristisch für die Daseinsweise des Seins ist bekanntlicherweise eben die produktive Charakterorientierung. Fromm meint damit eine volle Entwicklung menschlicher Kräfte und Fähigkeiten. Er zählt beispielsweise auf, lieben zu können, den Verstand angemessen zu gebrauchen, Schönheit zu schaffen, sich auch an Schönheit zu freuen und seine Menschheit mit allen Mitmenschen zu teilen. Ja, das nennt das auch menschliche Wesenskräfte oder Eigenkräfte, Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber auch Affekte, die in jedem Menschen angelegt sind und je nach Lebensumständen sich in stärkerem oder geringerem Maße entfalten können. In verschiedenen Schriften konzipierte Fromm eben als lebensdienliche menschliche Kräfte Zärtlichkeit, Mitleid, Einfühlungsvermögen, Weltoffenheit, Solidaritätsbereitschaft, die für unsere Forschung, das wird gleich nachher noch kommen, eine wesentliche Rolle spielt, Fantasie, Kreativität, Urteilskompetenz. Insbesondere auch Rainer Funk, denke ich, hat daran weitergearbeitet, das auch ausdifferenziert, auch von Helmut Joach habe ich immer wieder wertvolle Beiträge im Fromm-Forum dazu gefunden. Wenn man das so vorträgt, wenn man das jetzt beispielsweise auch in einem Forum der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, eben der traditionellen wissenschaftlichen Vereinigung, vorträgt, dann mag es für manchen schmunzeln oder Befremden erregen. Ich muss aber meine Position doch bekennen, es wäre mir eine sehr zweifelhafte, von ihrem Sinn her fragliche Psychologie, die sich nicht mit Eigenkräften, wie den gerade genannten, befassen würde. Ich würde mich da schon fragen, damit was und für wen beschäftigt sie sich denn dann alternativ, wenn nicht mit tiefgehenden menschlichen Phänomenen. Nun möchte ich überleiten zum Hauptteil. Wo finden wir denn Anknüpfungspunkte an Erich Fromm, die entweder aktiv auch in der modernen Arbeits- und Organisationspsychologie gemacht werden oder wo es zumindest eine offenkundige Passung gäbe, die wir aktiv sozusagen stärker ins Fach, in Wissenschaft und Praxis tragen müssen. Zunächst und nicht weit entfernt wäre die Self-Determination Theory, die Selbstdeterminations- oder Selbstbestimmungstheorie, wie sie genannt wird, die eigentlich eher aus der pädagogischen Psychologie, Motivationspsychologie herkommen, inzwischen eine durchaus starke Bedeutung in der Organisations- und Wirtschaftspsychologie spielt. Die Vertreter dieser Theorie belegten in zahlreichen empirischen Untersuchungen, auch in unterschiedlichen Kulturen, dass es eigentlich schon Übereinstimmung gibt, dass Menschen mindestens drei grundlegende, umfassende Bedürfnisse haben und die starke Tendenz haben, diese Bedürfnisse auch befriedigen zu wollen. Ja? Die Befriedigung oder Nichtbefriedigung der gleich darzustellenden Bedürfnisse
hängt substanziell, das ist empirisch gut belegt, mit der psychischen Gesundheit, aber auch mit der sozialen Integration von Menschen zusammen. Ich denke, die Selbstdeterminationstheorie und Fromms Konzept des Sozialcharakters, er hat es auch oft Gesellschaftscharakter genannt, innerhalb gesunder oder ungesunder Umgebungsbedingungen von Menschen, inklusive auch Beschäftigten in der Wirtschaft, können gut aufeinander bezogen werden. Die spiegelt sich auch in zahlreichen Referenzen der Vertreter der Selbstdeterminationstheorie an Fromms Werk wieder. Insbesondere Kasser und Kammer haben ihr Buch, ihren Herausgeberband 2004, aus dem gleich Auszüge dargestellt werden, Erich Fromm gewidmet. Der Band heißt Psychology and Consumer Culture. Nun, es kommt eine der wenigen englischsprachigen Folien, die ich tatsächlich nicht mehr geschafft habe, detailliert zu übersetzen, aber das ist an meiner internationalen Universität auch überhaupt kein Problem. Es geht auch weniger ums Detail, es geht jetzt eher darum, wo finden sich Bezüge und Unterschiede dieser Bedürfnistypisierung der Selbstdeterminationstheorie zum Frommschen Werk. Wir haben hier zunächst ein sehr umfassendes Bedürfnis nach Autonomie beschrieben, das für ja, die Menschen als solches eigentlich vom Potenzial her kennzeichnet sei. Ja, es meint eigentlich auch das, was es sagt, das Streben danach, immer wieder eine Wahl zu haben, ja, gemäß auch eigener Reflexion und dem eigenen Willen handeln zu können und die Handlungen eigentlich auch als das Produkt des eigenen Willens, ja, der eigenen Überlegungen zu erleben. Gehen wir weiter. Es wird zweitens ein Bedürfnis nach Kompetenz, und zwar Kompetenzerwerb gleich wie auch Kompetenzentwicklung konstatiert. Ja, da geht es im Wesentlichen darum, eben, dass man das Bedürfnis hat, auch in der konkreten Arbeit, über den Zeitverlauf, immer wieder neue Fähigkeiten, Fertigkeiten, Skills und so weiter dazu entwickeln zu können und das, was man entwickelt, aber auch dann wirklich ohne große Restriktionen, Hemmnisse einsetzen zu können. Ja. Wir finden hier durch Pfeile charakterisiert deutliche Bezüge zu den vorher schon dargestellten Frommschen existenziellen menschlichen Bedürfnissen, nämlich zum Bedürfnis nach Transzendenz, zum Bedürfnis der Wirksamkeit, Wirkmächtigkeit und zum Bedürfnis auch die eigene Identität in der Arbeit entwickeln zu können. Es gibt schließlich eine dritte Bedürfnisklasse in der Selbstdeterminationstheorie, nämlich das Bedürfnis nach Bezogenheit, das doch sehr eng, vielleicht enger als bei Fromm, aber doch mit Fromms Bedürfnis nach sozialer Bezogenheit, aber auch Verwurzelung durch Geschwisterlichkeit zusammenhängt. Ja. Ich habe hier auch Baumeister und Leary genannt, auf den sich die Selbstdeterminationstheoretiker beziehen. Interessanterweise beziehen sich Baumeister und Leary wieder relativ stark auf Erich Fromm, sodass sich der Kreis schließt, kann man sagen. Auch hier, ich habe es eben schon untergeschrieben, wieder deutliche Bezüge. Und schließlich gibt es noch ein viertes Bedürfnis, da sind sich die Selbstdeterminationstheorie noch nicht so ganz einig, das Bedürfnis nach Selbstachtung, Selbstvertrauen, hat übrigens auch mit Baumeister und Liri zu tun und weiteren, das wir ja bei Erich Fromm ebenfalls so genannt wiederfinden. Ja, warum ist das jetzt wichtig? Ich denke, es ist deshalb wichtig, weil wenn man Forschungen darüber anstellt, wie sich diese Bedürfnisse auswirken, wie sie sich entwickeln können, auch im Rahmen von Arbeit und wirtschaftlicher Tätigkeit, hat man eigentlich indirekt zu einem gewissen Teil, wenn man empirische Ergebnisse dazu erzielt,
so etwas, und das wäre eine These für die Diskussion, wie einen Validierungsversuch, einen empirischen Validierungsversuch, durchaus mit konventionellen Mitteln der arbeits- und organisationspsychologischen Forschung für einen Teil dieser existenziellen Bedürfnisse und die Hypothesen, die eben Fromm über die Befriedigung oder Behinderung dieser existenziellen Bedürfnisse angestellt hat. Fromm hat ja während seiner Wirkzeit eigentlich jetzt weniger, zumindest in der Spätphase, nicht gerade mit empirischen Studien gearbeitet. Ich weiß, früher hat er das exzellent getan und sogar die Entwicklung qualitativer Methoden nachhaltig beeinflusst. Aber es wäre eben, denke ich, schon ein Versuch wert, mal zu schauen, was weiß man denn über Hypothesen, ja, über Teile der ganzen Theorie aus der analytischen Sozialpsychologie vor dem Hintergrund heutiger Forschungen mit allerdings beschränkten Mitteln, darüber zu diskutieren. Es ist deshalb sehr relevant, diesen Vergleich zu machen, zu schauen, was lehrt uns denn die Selbstdeterminationstheorie aus wirklich aktuellen Forschung, weil es eine weitere deutliche gemeinsame theoretische Verbindung zwischen der analytischen Sozialpsychologie und Erich Fromm gibt, die sich natürlich besonders in den Vorstellungen von Fromm zum guten Leben in Haben oder Sein niedergeschlagen hat, nämlich die Konzeptualisierung von Eudaimonia versus Hedonismus oder, wie es dann in der Selbstdeterminationstheorie genannt wird, intrinsischen und extrinsischen Lebensstrebungen. Hier beziehen sich ja beide Ansätze auf die gleiche Wurzel, nämlich Aristoteles nikomachischer Ethik. Und so zeichnen sich intrinsische Strebungen, die versuchen, dieses komplexe Konzept der Eudaimonia bei Aristoteles und natürlich die komplexe Konzeptualisierung der Seinsorientierung bei Erich Fromm wenigstens andeutungsweise zu erfassen, wie folgt. Ja, haben wir es ja jetzt auf der linken Seite. Schauen, das ist jetzt bereits ein wirklich begrenzter, aber doch wichtiger Operationalisierungsversuch, zu dem es wirklich zahlreiche empirische Studien gibt von Seiten der Selbstdeterminationstheorie. Wir haben zum einen die intrinsischen Strebungen hinsichtlich, dass einem Selbstakzeptanz wichtiges persönliches Wachstum, ja, aber in Autonomie, auch in einer gewissen Autonomie, soziale Bezogenheit, Gemeinschaftsgefühl, ja, wirklich bis hin auch, so wird es dann auch in Fragebögen operationalisiert, Bereitschaft zur Verbesserung der Welt beizutragen, ist auch nicht gerade ein Hauptthema, ansonsten der organisationspsychologischen Forschung, muss ich leider dazu sagen. Und interessanterweise das Anstreben von physischer Gesundheit. Ja, durchaus schon ein Mainstream-Thema. Wird aber alles unter dieses Konzept der intrinsischen Strebungen, Eudaimonia, gefasst, die, und das könnten wir diskutieren, schon mit der Seinsorientierung bei Fromm zu tun haben. Wenn auch sicherlich theoretisch verkürzt. Demgegenüber stellt sich in der Selbstdeterminationstheorie die extrinsischen Strebungen. Hier ist man stärker hedonistisch orientiert. Ja. Menschen, die eben doch stärker Wohlstand, finanziellen Erfolg, materialen Besitz betonen, in übertriebener Form zur Selbstpräsentation neigen und auch das sozusagen ästhetische Erscheinungsbild ein hohes Gewicht bekommt. Und die nach sozialer Anerkennung und Ruhm streben. Wie gesagt, das ist eine Gegenüberstellung, die natürlich gesellschaftlich hoch relevant ist. Ja, bereits 1955 stellte Erich Fromm in Wege aus einer anderen Gesellschaft beide Hypothesen auf, wobei er bekanntlich sich auf die damalige schon radikale Form des freien Marktkapitalismus in den USA bezog. Und das ist genau das Wirtschaftssystem,
zudem die Vertreter der Selbstdeterminationstheorie inzwischen zahlreiche Studien über die Auswirkung solcher wirtschaftlichen Werte durchgeführt haben. Dabei sind sich oder waren sich und sind natürlich sowohl Erich Fromm und seine Schule sozusagen als auch Tim Kasser, Richard Ryan und weitere Vertreter der Selbstdeterminationstheorie durchaus bewusst, dass es unterschiedliche Formen von Kapitalismus gibt. Ja, es gibt ja immer auch noch, obwohl man zunehmend versucht, sie zurückzufahren, ja, zu beschädigen, die soziale marktwirtschaftliche Form des Kapitalismus und auf der anderen Seite den American Corporate Capitalism, wie das in der Selbstdeterminationstheorie genannt wird. Ja. Trotzdem, mitunter hat man das Gefühl, es könnte, diese Kapitalismusformen könnten konvergieren. Ja, ich denke, na gut, wollen wir lieber nicht über die deutsche Zukunft reden, aber es wäre natürlich irgendwie nicht unproblematisch, wenn weltweite Finanzkonzerne immer mehr dazu zu neigen, ihre sozusagen Top-Vertreter in Regierungen in europäischen Ländern zu entsenden. Es würde irgendwo den Grundgedanken der Demokratie ad absurdum führen, aber bitte nehmen Sie das als privatpolitische Bemerkung nur meinerseits. Die politische Ideologie nun wiederum, der radikalkapitalistischen Variante des Kapitalismus betrachtet, zum Beispiel natürliche Ressourcen als Privatbesitz, hebt die Vorrangigkeit des individuellen Selbstinteresses hervor und behauptet den allgemeinen Nutzen der Konkurrenz und die Notwendigkeit eines ständigen wirtschaftlichen Wachstums. Ja. Mit anderen Worten, diese radikale Form eines marktwirtschaftlichen Kapitalismus, wie in den USA ideal verwirklicht, besitzt eine große institutionalisierte und ideologische Macht. Ja. Um Beschäftigte und Konsumenten dazu zu bewegen, eben solche extrinsischen Strebungen und Lebensziele zu verfolgen. Denn es treibt ja sozusagen dann auch die Reproduktion eines sozusagen radikalen marktwirtschaftlichen Systems an. Ja, das würde jetzt für diese Strebungen nicht gelten. Die würden eher eine wirklich sozial regulierte marktwirtschaftliche Form des Kapitalismus reproduzieren. Ja, und deshalb sind diese Forschungen in gewisser Hinsicht auch ein Forschungen zum Systemvergleich. Was wissen wir nun, lange Rede, kurzer Sinn, treten die Folgen, die sich Erich Fromm, ja, und auch seine Schülerinnen und Schüler vorgestellt haben, wenn nun solche eher seins- und eher habensbezogenen Lebensorientierungen ausgeprägt haben, die Folgen für Gesundheit, aber auch für soziale Beziehungen, das ganze Sozialsystem ein oder nicht. Dazu haben wir inzwischen umfassende Forschung, unter anderem aus der Selbstdeterminationstheorie, wie folgt. Ein erster Forschungsüberblick von Ryan und anderen 2008, es waren allerdings meistens Querschnittstudien, von daher ist die Kausalität zu hinterfragen, zeigt, dass Personen, die jetzt stark intrinsischen Lebensstrebungen folgen, und immer wieder im Vergleich zu Personen, die extrinsische Strebungen verfolgen, auch solche intrinsischen Ziele, wie die gerade schon genannten, verwirklichen, durch Folgendes gekennzeichnet sind. Höhere Selbstverwirklichung, ein besseres psychisches Wohlbefinden, höheres Selbstvertrauen, bessere Freundschafts- und auch intimere Beziehungen, Romantic Relationships, wie es halt in der US-Forschung so schön romantisch genannt wird, ja. Bessere subjektiv empfundene Vitalität, aber auch bessere physische Gesundheit mit sozusagen objektiveren Indikatoren. Und interessanterweise gibt es auch schon Studien über ein verantwortliches Verhalten gegenüber der Umwelt im Sinne der Natur. Ein weiterer Forschungsüberblick, der nun komplementär Studien gesammelt hat, wie sieht es denn aus, wenn nun Menschen stärker extrinsischen Zielen im Sinne der genannten zuneigen, konsummaterialistische Werte und Werte des finanziellen Erfolgs
verfolgen. Das ist dann signifikant verbunden mit weniger großzügigen oder geringeren prosozialen, also Hilfeverhalten. Das steht in Verbindung mit mehr antisozialen Aktivitäten. Im Großen wissen wir das. Ich nenne nur den Film The Corporation. Dort wurde es ja von Richard Hare und anderen dokumentiert. Geringere Empathie, ja, kürzeren, konfliktreichen und auch mehr instrumentalisierteren Beziehungen. Die Befriedigung dieser drei grundlegenden Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Bezogenheit mediiert dabei die Beziehungen zwischen diesen extrinsischen, habensorientierten Strebungen und den verschiedenen Outcomes, die ich gerade hier aufgeführt habe. Nun, noch zuletzt, um Sie nicht zu sehr jetzt mit der Statistik zu traktieren, es gibt noch eine Meta-Analyse, die durch Selbstregulationstheoretiker und Theoretikerinnen durchgeführt worden, sehr teilweise recht hohe Stichprobengrößen, auch hier zeigt sich eigentlich wieder das Gleiche. Ja. Konsummaterialistische Werte und Überzeugungen, ja, extrinsische Strebungen, sind eben dann doch tendenziell stärker mit einem geringeren subjektiven Wohlbefinden, Entschuldigung, verbunden. Auch eher negativer Selbstbewertung interessanterweise, also der Reichtum macht nicht unbedingt immer selbstbewusster, wenn vielleicht auch arroganter, das mag sein. Dann mit Ängstlichkeitsstörungen, Tendenzen zur Depression, zwanghaftes Kaufverhalten, ja, dann riskanten Gesundheitsverhalten bis zum Substanzenmissbrauch und so weiter. Und auch letztendlich geringeren physischen Gesundheit, zumindest durch Fragebögen, muss man einschränkend sagen, erhoben. Ja, aber es sind dann schon meta-analytisch durchschnittliche Korrelationen, die sich an sich sehen lassen können. Ja, also bei aller Kritik an Fragebogenstudien, glaube ich, kann man das ernst nehmen und könnte es auch mit besseren Methoden, qualitativeren Methoden, zum Teil auch physiologischen Messmethoden, weiter verfolgen. Und es ist nicht eine geringe Anzahl, wie gesagt, von Personen und Studien. Ja, summa summarum, ich denke, dass eigentlich Erich Fromms Annahmen, dass spezifische sozioökonomische Systeme auch besondere Wertorientierungen verkörpern und dadurch ein Sozialisationsfeld für Beschäftigte wie auch Konsumentinnen und Konsumenten bilden, eigentlich mit Auswirkungen auf Gesundheit, aber auch auf die sozialen Beziehungen und sozialen Systeme stark unterstützt werden durch den heutigen Forschungsstand in der A&O-Psychologie, insbesondere hervorgebracht durch die Selbstdeterminationstheorie. Ein bisschen Zeit habe ich, glaube ich, noch. Ja. Gut, ich möchte einen kurzen zweiten Punkt aktuelle Bezüge ansprechen, nämlich, ich habe es genannt, seinsbezogene Objekte in der psychologischen Tätigkeitstheorie und Handlungsregulationstheorie. Was ist damit gemeint? Es ist ein Desiderat meines Erachtens. Etwas, was der analytischen Sozialpsychologie vielleicht noch ein bisschen fehlt in der Theorieentwicklung. Nämlich, es geht um gemeinsame Vergegenständlichungen, die durch gemeinsame Tätigkeit in Arbeit, aber es kann auch in Nicht-Arbeitsbereichen, Nicht-Erwerbsarbeitsbereichen sein, unter Anwendung der Eigenkräfte von Menschen geschaffen oder weiterentwickelt werden. Im Gegensatz aber zur tätigkeitstheoretischen Sichtweise Leontiefs und anderer bewertet Erich Fromm individuelle und gemeinsame Vergegenständigung nach dem Kriterium, ob sie auf der Basis einer produktiven Orientierung entstanden sind. Ich meine jedoch, dass selbst gemeinsame Vergegenständlichungen, ich habe hier so Beispiele dazu aufgezeigt, werde es auch gleich noch erläutern, dass gemeinsame Vergegenständlichungen, die durch ein Kollektiv auch in nicht produktiver Haltung, zunächst mal vielleicht rein für den Konsum oder den Nutzen einem Unternehmen geschaffen wurden, ohne intrinsische Motivation, sie könnten wiederum trotzdem positiv auf das Kollektiv oder deren soziale Umwelt einwirken und produktive Orientierungen sogar anregen.
ja, wenn es da irgendwie diese Objekte einen sozialen Nutzen wenigstens für andere hätten. Fromm selber betont ja den produktiven Akt, den Prozess ja, der Produktion sehr, beispielsweise in Wege aus einer kranken Gesellschaft, aus Seite 30. Die Menschen können etwas erzeugen, indem sie Samen säen, indem sie materielle Gegenstände produzieren, indem sie Kunstwerke schaffen, indem sie Ideen erzeugen, indem sie einander lieben. Im Schöpfungsakt transzendiert der Mensch sich selbst als Geschöpf, erhebt sich über die Passivität und Zufälligkeit seiner Existenz in den Bereich der Zielgerichtetheit und Freiheit. Ja, Dinge, die ja bestimmte Strömungen in der heutigen Neuropsychologie meinen, in Frage stellen zu können, übrigens. Aber vielleicht auch, weil Gegenstände, Objekte häufig Ausdruck in der wahren Form von manipulativen Marketingtechniken sind und entfremdungstheoretisch sozusagen als Verdinglichungen bezeichnet werden können. Fromm hat diesen Begriff ja gerne und vielfach auch den des Fetischcharakters der Ware benutzt, auch von Marx übernommen, ist Fromm ziemlich skeptisch gegenüber solchen Vergegenständlichungen. Ja? Fromm scheint mir unterzubetonen, dass eben Vergegenständlichungen auch einen Wert für Personen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung haben können und durchaus einen Ausdruck des Seinsmodus bilden können. Ich denke, die Tätigkeitstheorie der Wissenschaftlerfamilie Leontief, es sind dererlei drei, den Dimitri Leontief hatten wir ja auf der letzten Forschungskonferenz, hat uns da einige Gedanken vorgestellt. Und weitere Ansätze in der Kulturanthropologie, wie von Marvin Harris, zeigen, dass Vergegenständlichungen eben im Gegensatz zu Verdinglichungen auch als Resultat eines Prozesses, nämlich als Objekt, subjektive, wertvolle Qualität verkörpern. In ihrer relativen Permanenz vermögen sie möglicherweise nämlich individuelle und sogar kollektive Identität zu stabilisieren. Solche bewusst gewordenen Objekte, ein Stück unserer Wesenskräfte, wäre meine These. Sie sind auch ein Stück unserer, in ihnen ist ein Stück unserer Subjektivität verkörpert. Wir können uns in gemeinsam geschaffenen Vergegenständigungen unserer Existenz rückversichern. Sie können uns auch Lebensmut und Freude geben. Ich bin, weil ich Vergegenständigungen nach meinem Willen und meinen Plänen bewirkt habe und erkenne einen Teil von mir wieder, habe ich mir mal erlaubt zu schreiben. Man könnte es auch paraphrasieren, sowohl Erich Fromm als auch die Bibel. Man hat wirklich Freude gehabt an den Dingen, ja, indem man in den Dingen seine Eigenkräfte wiedererkennt, ja, und sie betrachten kann. Das Ganze kann auch in der Gruppe geschehen, so dass es auch sozusagen einen Ausdruck einer tiefgehenden Gruppenkohäsion, ja, eines Gruppenzusammenhangs und Gruppenzusammenhalts bilden könnte. In Anlehnung eben an Leontief und andere haben wir damals an der ETH Zürich eine große Untersuchung durchgeführt, übrigens eine Mixed-Methods-Untersuchung, die auch Beobachtungsmethoden einbezogen hat, zu unterschiedlichsten Weisen von solchen Vergegenständlichungen, die Arbeitsgruppen, die verschieden weit demokratisch über ihre Arbeit mitbestimmen konnten. Es handelt sich teilweise um selbstregulierte Arbeitsgruppen und andere Arbeitsgruppen, die weniger solche demokratischen Mitbestimmungs- und Schaffensmöglichkeiten hatten. Und das hat zum interessanten Ergebnis geführt, eine große Schweizer und deutsche Untersuchung. Die möchte ich Ihnen noch präsentieren. Ja, ist jetzt leider auch wieder ein bisschen komplex, lässt sich aber auf den Kern reduzieren. Wir haben hier rein schon mal die Anzahl gemeinsamer Vergegenständigungen, die ich sie Ihnen gezeigt habe, die eben Gruppenmitglieder selbst hervorgebracht haben
oder weiterentwickelt haben und pflegen in ihren Arbeitsgruppen. Interessanterweise gibt es einen sehr hohen Zusammenhang zur positiven Aufgabenkomplexität in Gruppen und eben das, was wir damals kollektive Entscheidungsautonomie oder kollektive Handlungsregulationsmöglichkeiten genommen haben. Man könnte auch sagen, es ist arbeitsplatzbezogene Demokratie von Gruppen, wenn man es genau anschaut. Da ist der Zusammenhang extrem. Ja. Aber auch der Zusammenhang mit verschiedenen Indikatoren, die man so als mehr oder weniger positive und negative Indikatoren von Gruppenkohäsion bezeichnen kann, diese Zusammenhänge sind teilweise erheblich von den gemeinsamen Vergegenständlichungen. Ja. Hat nicht alles funktioniert, aber das meiste. Ja. Also es ist weniger Verantwortungsablehnung in den Gruppen, gegenseitige Unterstützung ist stärker ausgeprägt. Eben die Wirkmächtigkeit, wie Fromm sie nennt, hängt relativ eng mit der Anzahl von solchen Vergegenständigungen zusammen und so weiter. Auch geringeres Hierarchiedenken, geringerer Individualismus. Es ist immer die Frage so ein bisschen der Kausalität. Ich persönlich halte es da mit Albert Bandura, das ist eigentlich die dialektische Spirale, die sich hier so praktisch vollzieht. Wir bräuchten entsprechende Forschungsmethoden, die eben auch Wechselwirkungen im Zeitverlauf erheben. Aber ich denke, es ist eine wichtige Anregung und würde gerne die Diskussion eben auch mit der analytischen Sozialpsychologie führen. Wir haben es hier eigentlich mit einer ganz wertvollen Ressource auch für die soziale Entwicklung von Beschäftigten zu tun, die relativ wenig in diese Richtung, meine ich, untersucht worden ist. So, jetzt kommt der letzte Punkt, wenn ich noch 10 Minuten, oder? Ja, okay. Ja, reden wir noch über Wirtschaftsdemokratie, über Demokratie in der Arbeit. Fromm hat verschiedene Hauptwerke dieser Thematik gewidmet, sowohl die Wege aus einer kranken Gesellschaft 1955, dann das sozialistische Manifest, sagt gleich noch was dazu, der Vorrang hat der Mensch 1960 und natürlich auch in die Revolution der Hoffnung, die nicht ganz zufällig sicherlich 1968 erschien, macht er sich stark Gedanken. Ein typisches Zitat aus der Revolution der Hoffnung, sehen Sie hier, wo eben Fromm einen Gedanken äußert, dass Unternehmensplanung eigentlich einer Kontrolle, man könnte aber auch positiv sagen, einer Regulierung, aktiven Steuerung, nicht nur durch Regierung, sondern auch durch Arbeiter und Konsumenten unterworfen werden solle. Ja? Schon alle, die eben für die ein Industrieunternehmen plant, müssen bei seinen Entscheidungen mitreden und vielleicht sogar mitbestimmen können. Das ist jetzt zunächst mal sehr utopisch anmutend, wird aber gleich konkreter. Ich denke jedenfalls, ähnlich wie Carol Bateman, eine bekannte amerikanische Politikwissenschaftlerin, trat Fromm sogar 2 Jahre vor ihr für eine partizipative Demokratie auch in der Arbeit ein. Ja, und schlug vor, direkte und repräsentative Formen der Mitwirkung bis zur Mitbestimmung und Selbstbestimmung in Unternehmen zu verbinden. Ja, und das war viele Jahre, bevor vor allem auch heute das Konzept der Stakeholder Democracy, wie es Richard Freeman und Turnbull und andere nennen, sich seinen Weg durch den Dschungel der einseitigen Shareholder-Value-Aktionärsideologie nun auch in die Betriebslehre, Betriebswirtschaftslehre und Organisationspsychologie bahnte. Wie gesagt, diese Gedanken einer Stakeholder-Demokratie hat Fromm schon 1955 in Diskussion gebracht, wurde damals aber leider zu wenig aufgegriffen. Es ist unschwer zu sehen, dass er kein fertiges Gegenmodell präsentiert hat, aber viele Anregungen gegeben hat, konzeptuell an seiner analytischen Sozialpsychologie ausgerichtet und er nennt auch konkrete Beispiele, bezieht sich aber berechtigterweise, denke ich, auf das Werk der utopischen, humanistischen Sozialisten wie den Unternehmer Robert Owen und den Philosophen Charles Fourier, aber auch auf die englische Fabian Society, den Gildensozialismus
und natürlich den frühen humanistischen Karl Marx. All diese Gedanken entwickelte er zu einem komplexen Konzept des kommunitären oder humanistischen Sozialismus, wie er es genannt hat, ja, betont auch damals schon in frühen Jahren die Gedanken und die Forderung, dass Wirtschaften auch in Unternehmen einer sozialen und ökologischen Nützlichkeit unterliegen müsse und dass es Kriterien dazu braucht. Ja. Auch diese Idee von Fromm ist ein paar Jahrzehnte später stark realisiert worden in verschiedenen Ansätzen der Nachhaltigkeit, insbesondere in unserer aus Österreich ausgehenden Gemeinwohlökonomie. Christian Felber hat das Ganze begründet, aber auch ATTAC, die weltweite Wirtschaftsbürger, Bürgerinnenbewegung. Die Gemeinwohlmatrix, die inzwischen sehr ausdifferenziert ist, letztendlich operationalisiert sie alte Gedanken aus der analytischen Sozialpsychologie. Schließlich noch, abschließend komme ich gleich auch hier wieder zu empirischen Untersuchungen, nochmal Fromms Vorstellungen noch etwas deutlicher und sicher auch provozierend, wie man sie heute liest, immerhin 1955 in den Wägen aus der kranken Gesellschaft beschrieben, provoziert heute mindestens genauso wie damals, könnte ich mir vorstellen. Die Organisation der Arbeit und der sozialen Beziehungen zwischen Menschen und nicht die Besitzverhältnisse sollen in den Vordergrund gestellt werden, einer Evolution letztendlich der Wirtschaft, des Wirtschaftssystems, wie er es anstrebte. Es genügt nicht, das entwürdigende Verhältnis zwischen Lohnsklaven und Privatunternehmer aufzuheben. Heute würde man vielleicht Arbeitskraftunternehmer zu vielen dieser Lohnsklaven sagen, das klingt ja auch schöner. Auch der Staatssozialismus soll die Arbeit in einer Knechtschaft, und diese wird nicht weniger verbittern, gerade weil sie unpersönlich ist, weil sie entfremdet ist, wie es der große Sozialpsychologe und kritische Theoretiker Joachim Israel auch in seinem Hauptwerk Entfremdung schön für dieses bürokratisch-kommunistische System aufgezeigt hat, auch in, soweit ich weiß, im direkten Diskurs mit Erich Fromm stehend, wie ich, glaube ich, in Tübingen einmal gesehen habe, wenn ich mich recht erinnere, im Archiv. Ja? In der Industrie ist aber Selbstverwaltung nicht nur ergänzender Bestandteil, sondern Vorbedingung politischer Freiheit. Provozierend, aber wenn wir uns solche Studien wie von Glattfelder und Vitali von der ETH Zürich über die weltweite Vernetzung und Knotenpunkte des Kapitals anschauen, immerhin in höchst ausgezeichneten, sogar Impact-Faktor versehenen Journals veröffentlicht, auch im Fernsehen gelaufen, Dokumentarfilme, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so weit weg, dass halt bestimmte wirtschaftliche Entwicklungen wieder einmal in der Geschichte und massiv die politische Freiheit gefährden und das, was manche Postdemokratie nennen, empirisch droht. Das zeigt nämlich die Vitali-Glattfelder-Studie sehr schön, meine ich. Wie auch immer. Gut, man kann das, ich gebe jetzt mal weitere Zitate, es gibt da eigentlich sehr viele, bei ihm zur Verantwortung und so weiter. Aber was sind nun eigentlich diese demokratischen Unternehmen, wie sie sich Erich Fromm vorgestellt hat? Ja, er hat ja uns eine sehr ausführliche Fallstudie über die französische Uhrenfabrik Voirmador in Däge aus einer Krankengesellschaft dargeboten. Diese Fallstudie wurde auch auf der letzten Erich Fromm Forschungskonferenz im Juni hier von Sünje Lorenzen vorgestellt. Ich will es nicht wiederholen, aber doch ein guter Lesetipp, denke ich, eine wirklich sehr detaillierte Fallstudie, die schon zeigt, dass schon damals eigentlich demokratische Unternehmen keine ferne Utopie waren, sondern laut Erich Fromms Zählung zumindest ungefähr 100 in Europa parallel existierten. Aber was versteht man nun unter solchen demokratischen Unternehmen? Wir untersuchen sie schon lange von Innsbruck aus. Es handelt sich darum, dass möglichst eine Mehrzahl von Beschäftigten in einer Organisation mittels institutionalisierter und verbindlicher Mitbestimmung, paritätischer Mitentscheidung oder gar kollektiver Selbstbestimmung entweder direkt oder mittels Repräsentativorgan durch gewählte Vertreter Teilhabe hat, mindestens an unternehmenstaktischen oder auch an bestimmten strategischen Entscheidungen. Ja, also zeige Ihnen vielleicht gleich noch Beispiele dazu. Das geschieht
Und nur dann ist es wirklich ein demokratisches Unternehmen auf Ebene einer großen organisatorischen Einheit. Also wenn Sie jetzt eine teilautonome Arbeitsgruppe haben im Unternehmen, ist das zwar für die Humanisierung der Arbeit sehr gut, darüber habe ich eine große Forschung mal gemacht, 1997 ein Buch veröffentlicht, aber es ist kein demokratisches Unternehmen, deshalb. Ja. Das kann immer noch sehr hierarchisch organisiert und geführt sein. Und oft ist es auf Basis, muss aber nicht. Ja, das hat eben auch Fromm sehr schön immer wieder darauf hingewiesen. Es kann auf Basis einer Kapitalbeteiligung der Beschäftigten sein, aber muss nicht. War für Fromm nicht der zentrale Punkt. Nur damit man sich vielleicht noch so einen Begriff machen kann, was sind taktische Entscheidungen, was sind strategische Entscheidungen. Ja, manche Unternehmensberater meinen ja heute noch, wie der Kollege Portenburg hier, Demokratie in Unternehmen kann nicht sein und ist eine romantische Denkillusion. Ich finde, wir sind inzwischen auch in der Realität angekommen. Sie sehen hier nur schon mal für Unternehmen in Europa die Vielfalt, ja, auch der Branchen und Unternehmen vom Bremerischen Kammerorchester über die Tiroler Firma Stasto, High-Tech-Firma Opel Hoppmann, sehr bekanntes Beispiel in der Literatur, gut untersucht. Wir würden gern übernächste Woche auch wieder dort untersuchen, aber wir haben so langsam zu viel von Untersuchungen. Ja. Und Mondragon, 60.000 Genossenschaftinnen und Genossenschaften, denen ein ganzer Konzern gehört, der demokratisch verwaltet wird. Ja. Ja, das ist im spanischen Baskenland real. Das gibt es. Und viele weiteres. Es gibt, ich erspare Ihnen das, es ist wirklich nur damit Sie sehen, der Herr Portenburg irrt sich da doch ziemlich fatal, aber vielleicht ist er auch der Wunsch, der Vater des Gedankens, es soll keine demokratischen Unternehmen in einer Demokratie geben, sonst wäre es ja eine volle Demokratie und vielleicht möchten das manche Herren gar nicht, wer weiß. Also schon ziemlich umfassend, auch wenn es eine Minderheit ist, ja, 1,3 Millionen Beschäftigte, allein nur in Produktiv- und Sozialgenossenschaften sind kein Pappenstiel. Es gibt Schätzungen, zumindest 5% aller Arbeitsplätze in Europa sind hochpartizipativ und da kann man schon auch sagen, haben demokratische Mitbestimmung. Es gibt vieles weitere. Ja, selbst in den USA haben wir ca. 1500 Betriebe, 2002 war das in Belegschaftsbesitz und dadurch natürlich erhebliche Entscheidungsmöglichkeiten der Belegschaften. Wir haben eine Typologie entwickelt, auch die erspare ich Ihnen jetzt, das ist eben nicht one size fits all, sondern es gibt unterschiedlichste Stufen, partizipativer bis zu den fett ausgeführten demokratischen Unternehmen, es kommt ja auch darauf an, ob eine Minderheit nur demokratische Mitentscheidungsmöglichkeiten hat, wie oft im Genossenschaftswesen leider, oder eine Mehrheit, ja, oder demokratische Reformunternehmen, die halt wirklich den Gedanken einer repräsentativen Demokratie eines Parlaments auf das Unternehmen anwenden. Eines der bekanntesten und sehenswertesten ist die Firma Trisa, die Haushaltselektrik in der Schweiz, ja, kann ich sehr empfehlen. Und natürlich die Berliner Kollektivbetriebe, die es ja immer noch vielfältig gibt. Sie sind nicht totzukriegen, sie haben schon in meiner Studienzeit hier geblüht und ich habe einer der frühen Untersuchungen auch über sie gemacht. Abschließend, was wissen wir nun eigentlich oder warum ist es eigentlich wichtig im Zusammenhang mit analytischer Sozialpsychologie? Jetzt zeige ich Ihnen aber was Schöneres. Das ist, glaube ich, besser jetzt gegen Ende meiner Vorlesung. Ich glaube, das hat schon einiges zu tun, die Frage, ob eine demokratische oder hierarchische Struktur allein schon mal im Unternehmen herrscht oder eine stärker demokratische oder stärker hierarchisch-autokratische, es ist ein graduelles Modell letztendlich, weil wenn Sie sich solche potenziellen Folgen, also psychologisch relevanten Folgen anschauen, kann man schon sagen, es gibt Einflüsse auf humanitäre, ethische Orientierungen, die die Arbeitenden haben. Es gibt Einflüsse auf demokratische Engagementorientierungen, ob man etwas tut für die Demokratie, sie verteidigt, sogar auch mit friedlichen Mitteln der Demonstration und so weiter. Es gibt Auswirkungen eben auf die Solidaritätsbereitschaft von Menschen in der Arbeit und auch, wir haben es jetzt in unserer Studie damals in der ersten großen Odenuntersuchung von 30 Betrieben in verschiedenen
Ländern noch geringfügig, aber immerhin signifikant ausgeprägt gefunden, die Selbstwirksamkeit, die man erlebt hinsichtlich Gerechtigkeit in der Welt. Also fühlt man sich in der Lage, zu mehr Gerechtigkeit in der Welt beizutragen. Und da würde ich schon denken und würde es auch gern diskutieren, dass zumindest diese Punkte hier eigentlich Indikatoren noch sind, vielleicht ein bisschen zu oberflächlich, weil Fragebogenmethode für Folgen, mit denen sich Erich Fromm sehr intensiv beschäftigt hat. Ja, von Wirtschaft für die Gesellschaft. Es springt auch sozusagen für die Unternehmen selber was aus. Ich weiß, Thomas Kühn, Sie haben ja selber darüber geschrieben, auch die affektive und normative Bindung an das Unternehmen, das sogenannte Organizational Commitment, hängt hier im Sinne der affektiven, der emotionalen Bindung recht stark in unserer Studie mit Demokratie zusammen. Abschließend kann man auch zeigen, das Ganze gilt auch, wenn man sich jetzt die praktizierte Demokratie, Moment, auf individueller Ebene anschaut. Hier geht es nun wirklich darum, dass wir die Individuen gefragt haben. Da haben wir uns jetzt nicht nur die Struktur mit Dokumentanalysen, Expertengesprächen angeschaut, sondern wirklich gefragt, wie stark sind Sie an welchen dieser taktischen oder gar strategischen Entscheidungen im Unternehmen beteiligt. Ja, wie empfindet man sich subjektiv beteiligt? Hier finden wir durchaus starke, ich werde gleich noch zeigen, weil ich sogar starke Zusammenhänge wieder mit dem, was man prosoziale demokratische Handlungsorientierung, das ist einige der schon genannten, nennen kann. Auch zum Commitment gibt es wieder zur Bindung an die Organisation einen starken positiven Effekt. Interessant ist, und da kann ich heute Abend nicht drauf eingehen, diese ganze Forschung, wo wir uns auf Kohlberg, die kognitive Kompetenz, moralische Kompetenzentwicklung beziehen, da spielt ein Konzept des ethischen Betriebsklimas eine große Rolle, nämlich Aspekte des Betriebsklimas, von denen man weiß, aus pädagogischen, aber zum Teil auch jetzt inzwischen Arbeitsforschungsstudien, dass sie förderlich für die Entwicklung der kognitiven moralischen Kompetenz sind. Das hat hier einen deutlichen Mediator-Effekt auf verschiedene der anderen Outcomes, jetzt die im formischen Sinne auch wichtig sind. Ja. Und je mehr ich wirklich meine Beteiligung an wichtigen Unternehmensentscheidungen erlebe, desto positiver erlebe ich auch das soziomalische Klima in verschiedenen Aspekten im kohlbergischen Sinne. Um abzuschließen, wir haben noch eine riesige, 3 Jahre lang dauernde Recherche und Meta-Analyse durchgeführt. Ich versuche mal den einfachsten Ergebnisausschnitt zu finden. Ich dachte, ich hätte da noch was reinkopiert. Nee, das ist schon der Schluss, das darf ich noch nicht zeigen. Ja, gut, nur ein Ausschnitt. Wenn wir uns jetzt die vorliegende Forschung aus 47 Jahren anschauen, wir haben wirklich jahrelang nach Stichproben, empirischen Stichproben gesucht, jetzt nur auf Basis Fragebogenforschung, quantitativer Forschung, darauf mussten wir es zunächst beschränken. Inzwischen habe ich eine Masterstudentin, die verzweifelt gerade, weil sie die qualitativen Studien durchschaut, aber das wird noch weit über ihre Dissertation ausreichen, die Arbeit wohl. Und da gibt es relativ viel und es ist schwierig zu klassifizieren. Es ist aber wichtig natürlich, mal ein realistisches Bild zu erhalten. Und ich fasse sie jetzt wirklich zusammen, ich hoffe, Sie können sie überhaupt lesen. Das ist schon ganz interessant, wir haben dann letztendlich nur 60 Veröffentlichungen, teilweise jeweils mit mehreren Studien, also die Studienanzahl ist etwas größer, gefunden, aber man kann schon sagen, es sind recht deutliche Zusammenhänge von der individuell erlebten Mitbestimmung bis Selbstbestimmung in wichtigen Unternehmensfragen, ja, mäßig zur Arbeitszufriedenheit, das finde ich ist aber auch ein recht langweiliger Indikator, wie er in der Psychologie erhoben wird, aber deutlich Zufriedenheit mit dem Partizipationssystem ist ein hoher, glaube ich, warten Sie mal, ne, stimmt gar nicht. Hier, der Wunsch nach Partizipation mit Mitbestimmung, der hängt positiv und stark mit der bereits erlebten Partizipation zusammen. Das heißt, wenn man einmal, ich kann jetzt nicht sagen, Blut geleckt hat, ja, sondern gutes Essen bekommen hat, ist der Wunsch nach mehr. Und ich glaube, das ist auch der Vater des Gedankens für manchen zeitgenössischen Politikern und Unternehmensberater, die heute noch wieder allen Wissens in unserem Fach behaupten, es gäbe keine demokratischen Unternehmen. Ja. Das können Sie eigentlich niemand mehr weismachen, was ich sagen, Gott sei Dank.
Ja, und auch mit der Motivation sieht es ganz gut aus. Motivationsindikatoren, Commitment habe ich schon gesagt. Und auch für uns sehr wichtig abschließend noch dieser Bereich, wenn wir uns prosoziale und bürgerschaftliche, demokratieförderliche Handlungsbereitschaften, aber zum Teil auch Studien, wo die Verhaltensweisen, ja, die als bürgerschaftlich zu kennzeichnen sind, positiv fürs Gemeinwesen sind, aber doch für Meta-Analyse, also substanzielle Zusammenhänge gefunden, kann man sagen. Das heißt, die Sozialisationsthese, die bereits Erich Fromm vertreten hat, dass wenn Menschen halt aktiv in ihrer Arbeit sein können, mitentscheiden können, ihre Eigenkräfte einsetzen können, dass das auch gut für die Entwicklung ihres gesellschaftlichen Engagements ist, ist doch zumindest ansatzweise belegt. Ja, und dem widmen wir ja einen großen Teil unserer Innsbrucker Forschung weiterhin. Wir beantragen gerade wieder eine Längsschnittstudie, die ist halt ein bisschen teuer natürlich und die wurde uns bisher offensichtlich im armen Forschungshaushalt von Österreich nie bewilligt. Aber vielleicht hat es ja auch andere Gründe, warum es uns nie bewilligt wird und wir bis jetzt noch keinen edlen Förderer gefunden haben. Ja, soweit vielleicht. Also ich hoffe, durch diese Ausführungen etwas veranschaulicht gemacht zu haben, dann auch die Diskussion anregen zu können, dass es durchaus auch ein Aufeinander zugeben kann von analytischer Sozialpsychologie, aber auch anderen Aspekten, vielleicht auch klinischen Aspekten des Formschen Werks und die etablierte Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich glaube, wir können gegenseitig profitieren und vielleicht führt es ja auch dazu, dass aus der wissenschaftlichen Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie eine ethisch besser fundierte Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie werden möge. Meine letzte Konklusion mit einem meiner Lieblingsmusiker schließe ich immer ab, Frank Zappa. Demokratie am Arbeitsplatz ist nicht tot, hat über die Zeit vielleicht ein bisschen seltsam gerochen, aber ich würde sagen, still going strong against post-democracy. Hier sind Ansätze, wie die Wirtschaft, die Gesellschaft wirklich fördern kann. Ich freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion.